Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir wollen jetzt hier noch den Rest erkunden, bevor wir tiefer in Celine's Web hier eintauchen. Und werden hier andauernd von irgendwelchen Mistviechern hier attackiert, wie Wölfe oder Spinnen. Die Spinnen gehen mir hier aber am meisten auf den Sack. Und ich hoffe immer irgendwie ein bisschen Loot, irgendwas Wertvolles zu finden oder sowas. So wie so ein Mark oder Bracers. Immer diese scheiß Spinnen hier, ey. Wie gibt's von denen? Eigentlich, wenn man ehrlich ist, so Celine's Web ist gut, wenn man leveln will. Vorausgesetzt, man findet, oder, ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Scheiße. Es gibt so Momente, da fühle ich mich auch dumm. Und darf ich auch mal sein. Darf auch dumm sein. Und vergessen, worauf ich hinaus wollte. Oddly, this small passages bears marks of heavy use. Okay, wo sind wir hier? Oh, wo ist der Geist? Da. So, Geist ist tot. Ah, Gold. Nice. 98 Gold, ja Mann. Ja, Spinnen. Ist aber ein interessanter Gang. Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Wir wollen hier aber erstmal irgendwie schauen, dass wir links abbiegen können, was wir nicht können. Ich würde schon gern irgendwie hier hin. Ich glaube, da gibt es keinen Weg dann. Sieht sehr verschlossen aus. Keine rote Tür, obwohl das könnten so Gänge sein. Lassen wir das mal. Es sei denn, da sind die... Ja, Skelett. Irgendwo. Und ein Ork. Ocean. Nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir es auch verkaufen. Hier gibt es nichts. Interessanten Labyrinth haben wir jetzt hier gefunden. Ein Stab. Meiner Meinung nach nichts wert. So. Das heißt, wir hätten hier... Ach, okay. Dann lass mal da hin. War doch hier, oder? Oh, eiserne Tür. You see a door with a golden lock. This is a magical held lock. Das heißt, wir müssen den Schlüssel vorher finden dafür. Oder wir können mit einem Rätsel es knacken. Nee, also Rätsel. Wie kommen wir hier nochmal raus? Da lange. Ja, das ist der richtige Weg. Dann müssen wir hier mal schauen. Vielleicht finden wir hier irgendwie einen Schlüssel oder sowas. Der Raum, waren wir da schon? Ja, da waren wir schon. Gibt's hier keine geheime Tür oder so? Ne, er ist da vorne. Okay. So, no light or noise. Ich würde vorher hier einmal Safe Game machen. So. Ah, hier ist eine Spinne. Dann gehen wir mal darum. Ah, wieder eine Spinne. Einen Sprung muss ich machen, weil ich wieder festgesteckt bin und mich nicht bewegen. So, die Spinne hat 21 Gold gehabt. Wie viel hatte die? Nichts. Aber warum können nicht alle Spinnen ein bisschen Gold dabei haben? Hier ist auch zum Beispiel Gold. Was? Keine Ahnung. Müssen wir da durchspringen oder?
Ja, das sieht so aus. Jetzt müssten wir da durch. Aua. Noch mehr Spinnen. Alle tot. Nice. Bin ich aber auch froh, dass die Spinnen nicht so realistisch hier aussehen. Leichte Arachnophobie habe ich ja. Also. Healing. Ist auch tot. Nichts. Und 7 Gold, okay. Jetzt scheinen die alle mal ein bisschen was zu haben. Hier auch nochmal Gold. So, Crystal und Buckler. Hä? Muss ich dahin? In den Raum? Ist da vielleicht der gesuchte Schlüssel? Warte mal, gucken. Das ist der richtige Weg hier. Dort müsste der sein, hoffentlich. Jetzt tot? Weiß es nicht. Und auch nichts. Warx nehmen wir mal mit. Natürlich wieder Spinnen. Muss der Schlüssel nicht hier sein, irgendwo? Wo ist denn der jetzt? Ich würde sagen, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Wir müssen hier hin. Hier soll irgendwo der Schlüssel sein. Ich habe einen Guide gefunden gehabt, wo Elder Scrolls Arena hier ein bisschen erklärt wird. Dort müssten wir hier den Schlüssel finden, wo wir vorhin auch schon mal waren. Ich kenne mich hier in dem Spiel halt, das wissen die meisten schon, habe ich schon, glaube ich, unzählige Male schon gesagt gehabt, nicht so gut aus und so. Und ich brauche da so ein bisschen Hilfe. Und zum Glück gibt es solche Internetseiten, die zwar auf Englisch, aber einem trotzdem helfen können. Und wir müssen hier hin. Zu den Spinnen. Auf der Insel soll die irgendwo sein. Südwestlich hieß es. Also, Shift J. Da haben wir irgendwas. Vielleicht müssen wir den auch komplett wegnehmen. Die südwestliche Insel hieß es da ja. Muss der Schlüssel irgendwo sein? Also, ich sehe den jetzt hier gar nicht. Finde ich jetzt auch doof, dass der jetzt nicht dort ist. Vielleicht ist er aber auf den anderen da hinten. Ja, gar kein Plan gerade.
wirklich gar keinen Plan. Eigentlich hier sein hieß. Ansonsten gehen wir hier einmal drum herum. Aha. Wo soll der jetzt sein? Südwestliche Insel hiervon abgesagt. Internet. Natürlich wieder diese Spinnen. Ah, hinter mir auch nur einer. Nein, nicht her. Südwestliche Insel. Das ist die südwestliche Insel. Ansonsten bin ich gleich nochmal wieder da. So, kleinen Fehler. Ich habe mich überlesen oder verlesen gehabt. Nordwestliche Insel. Muss die hier sein? Wenn wir jetzt so dahin gehen, würde vielleicht einmal kurz Safe Game machen. Für den Fall, dass wir... Und da ist er ja. So, kriegen wir den jetzt? Ja. Golden Key. Nicht südwestlich, sondern nordwestlich. Kann sich mal überlesen oder verlesen. Passieren. Ich hoffe, da ist mir keiner böse. Und ich versuche schon, so gut wie möglich hier durchzukommen. Für ein fast 30 Jahre altes Spiel. Ganz schön dunkel hier immer alles. Jetzt, wo wir das haben, können wir auch endlich hier den Raum rein. Wo müssen wir nochmal hin? Hier jetzt gleich links und dann wieder links. Ja, Heavy Use. Also, Gebrauch. Ja. Ich glaube schon hier. Ja. You open door with a gold key. Nice. War hinter mir was? Ne. Alles klar, dann gehen wir weiter runter. Ah. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. So, Safe Game machen wir aber diesmal auf die 3. Müssen wir hin? Definitiv da erstmal runter. Irgendwo. Wir gehen erstmal hier rein. Ah, hier geht's weiter. Und jetzt fängt's wieder an zu ruckeln. Wollen wir erst, ja, komm, wir gehen erstmal hier rein. Minotauren gibt's hier. Da haben wir schon mal den ersten. Und es läuft nicht mehr so flüssig, das Spiel.
21 Gold, nice. Aber sonst nichts. Hört sich nach einem Labyrinth aus hier. Hör mal. Ist ein Labyrinth. Ein Irrgarten. Wenn wir hier nicht drauf gehen, ey. Da brauchen wir nicht. Weite Passagen, aber enge. Ah, aber hier haben wir dafür gleich eine Tür. Immerhin. Mal schauen, von was werden wir hier attackiert? Überraschenderweise. Ah, doch. Von einem Minotaurus. 49 Gold, immerhin. Gold brauchen wir nicht. Weitergehen, wo kommen wir hin? Was war das denn? Habt ihr das gehört? Bestimmt ein paar Ratten. Hier ist eine Sackgasse, nice. Okay. Das heißt, den ganzen Weg wieder zurück, um dann hier rumzulaufen. Der Minotaurus soll die Klappe halten. Boah, was ist das denn? Digga, kann der mal drauf gehen? Neuer Gegnertyp auf jeden Fall. Digga. Was war das? Das war... Ein... You have found 11 gold pieces? Den Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Ein Barbarian. Das war ein Barbar. Frag mich, wie viele Heiltränke wir jetzt noch haben. Kann sein, dass wir vielleicht nochmal irgendwie zurück in die Stadt müssen. Oder so. Gucken wir mal, was haben wir noch. Wir haben aber jetzt 58.000 Gold. Und 120.000. Na, einem... 1,2 Millionen Erfahrungspunkte. Nice. So. Kann es sein, dass wir hier ein bisschen weniger hatten haben als letztes Mal? Ebony Talk. Haben wir an. Ebony Amulet. Adamantium Bracelet. Belt of Agility. Wo sind meine... Hatten wir nicht eben Ebony Bracers oder sowas? Die Crystal? Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Und den Mark. Haben wir hier jetzt auch irgendwas besser? Hier ist plus 8. Nice. Keine Ahnung, ob das vorher auch so war. Jetzt erstmal geradeaus und dann links. Ah, du schon wieder. So, 36 Gold immerhin. Hier gibt es wieder nichts. Voll. Voll gelohnt. Ja, dann den ganzen Weg zurück bis hierhin. Dann hier ein bisschen erkunden. Irgendwann werden wir das finden, wofür wir hergekommen sind.
Vielleicht in einer Folge, vielleicht in drei Folgen, vielleicht in 1000 Folgen. Weiß ich nicht. Da war auch ein echter Irrgarten hier. Und ich finde, so ein Labyrinth hätte ein Labyrinth schon eher gepasst als hier. Oder? Sehe ich hier keinen. Und hier geht's auch nicht weiter, toll. Ach. Hat das einen Kollegen mit, oder wie? Oh, warte, Belt. Nehmen wir mit. Haben wir mitgenommen? Haben wir mitgenommen. Ich war mir sicher, wir hatten mal Ebony Bracers gehabt oder so. Kann sein, dass ich die vielleicht aus Versehen verkauft habe oder so, wenn ich die jetzt wirklich hatte. Potion nehmen wir mit. Ärger wollen wir nicht. Ah, du schon wieder. Und nichts. Einfach nur nichts. Komm, wir gehen da mal rein. Und einfach nichts. Und einfach nur nichts. Ja, den ganzen Weg zurück und dann wieder links. Super. Hier gibt es auch jetzt nichts in der Kasse. Ja. Ist echt gemein hier. Ja, richtig gemein. Ja, okay. Ist ja auch ein Irrgarten. So, ist das jetzt auch der richtige Weg? Sieht bisher nach noch einem Jahr aus. Und gleich verlaufe ich mich wieder. So, jetzt ist die Frage, links oder rechts? Na, wir gehen links. Erstmal noch ein bisschen uns verirren. Wo führt das hier hin? Nicht wirklich irgendwo hin. Ah, ein großer Gang und eine Tür. Ah, gibt's immer ein Gold. Und sonst keine Viecher hier, ist mir das gut. Und noch ein Belt, nice. Ich mag den Belt. Und ich hoffe auch, dass das magische Gegenstände sind. Wer ist da? Wer kommt da? Skelette wieder. Gesehen und der hat auch nichts. Tower Shield. Den nehmen wir mal mit. Wenn das ein Ebenerz Tower Shield ist, Ebony Tower Shield, dann würde ich den gerne behalten und dann zusehen, dass wir eine andere Waffe kriegen. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade von irgendwas Schaden bekommen. Und keine Ahnung wovon. Kann es sein, dass die Erkrankung, die wir hier haben, dieses Degrees, Schaden abzieht nach einer Zeit? Buckler braucht. Er braucht einen Buckler. Auch keinen Buckler. Oh, stirbt doch endlich. So, einmal kurz. Genau. Einmal voll machen.
Ganze Scheiß umsonst hier. Das heißt, wir müssen hier rein oder da rein gleich. Ah, herrlich. Einfach nur herrlich. Nee, das war nicht der Weg, oder? Doch, das war der Weg. Ich bin froh, dass hier keine Trolle gibt oder so. Was wäre jetzt bitter? Nur noch geradeaus, ne? Komm. Einfach drauf gehen, ja? 42 Gold, immerhin. Und wieder ein Toter. Mit denen können wir aber nichts machen, ne? Nicht looten oder sowas. Uns jetzt wieder hier raus. Dann gehen wir hier mal. Ach ne. Hasse Spinnen. Warum müssen das immer Spinnen sein, ey? Irgendwie so ein bisschen wie Ron Weasley, ey. Nur, dass bei mir tausendmal das Wort ey kommt und bei ihm nicht. Aber genauso rothaarig. Gehen erstmal hier rum. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch was. Ja, Spinnen. Gibt es da noch was? Oh, hier ist. Was? Was ist das denn für ein Raum? Habe jetzt ein bisschen Respekt vor. Digga, noch eine Spinne. Natürlich. Nicht töten mich. Ja, ja. Ich bin nicht dein Essen. Ich glaube, wir müssen da rein. Da kommt wieder eine. 35 Gold. Danke, Spinne. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Ach nö. Da kommt schon die nächste. Komm. Komm. Der Eingang jetzt? Da. Was aber eine Tür. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder einen Schlüssel oder sowas brauchen. The door before you has a diamond studded lock. Ja, wir werden erstmal einen Schlüssel brauchen. Hä? Habt ihr das gesehen? Da. Da ist irgendwo Lava. Da hinten. Auch noch zu erkennen. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir den Diamantschlüssel, war das jetzt, glaube ich, ja? Aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.